Guten Morgen aus dem Disneyland Paris. Ich bin heute mit Danny hier. Hi, bonjour. Ja, immer Danny. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Locker weg 13 Jahre. Damals, 13 Jahre? Ja, doch, damals noch durch Schülervollzeit. Ja, gibt's doch gar nicht mehr. Nee, wir sind eh zu alt. Ja, okay. Warst du denn eigentlich schon mal hier im Disneyland Paris? Vor ungefähr 15 Jahren. Ja, okay. Da war ich 14 mit meiner Mutter. Ah, okay. Ja. Kennst du denn eigentlich beide Parks? Nur diesen hier. Ach, okay. Also die Walt Disney Studios noch gar nicht? Noch nicht. Die wirst du mir aber zeigen. Selbstverständlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Und Disney magst du auch? Ich war immer schon eine kleine Ariel. Ah, okay. Dann bist du natürlich mit Prinz Erik genau richtig hier. Ja, genau. Natürlich. Ja, ich glaube, wir werden viel erleben und ich würde sagen, das alles und noch viel mehr, denn es ist wieder Time for Disney. Ja, wir waren jetzt gerade auf der Indiana Jones Bahn. War ganz gut, ne? Ich habe nur nicht mit dem Looping gerechnet, es ist so lange her. Ja. Es war geil. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, wir sind ja gerade momentan in Adventureland und gehen jetzt mal rüber Peter Pan im Fantasyland. Ist eigentlich auch mal eine sehr schöne Attraktion. Peter Pan magst du auch ganz gerne? Ach ja. Nicht so sehr wie Ariel, aber doch. Genau. Ah, da läuft schon einer. Genau, da vorne läuft schon einer. Einfach mal hinterher, ne? Mittlerweile sind wir im Fantasyland angekommen und gehen jetzt schnurstracks zur Peter Pan Bahn. Und übrigens, was ich sehr, sehr traurig finde, einer meiner Lieblingsbäume hier im Fantasyland musste leider gestutzt werden, weil ein Ast abgebrochen ist, was sehr, sehr schade ist. Aber Sicherheit geht vor. Oder? So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, wir haben diesmal wieder Glück. Wir sind diesmal wieder in der ersten Reihe. Ganz vorne mit dabei. Ganz vorne mit dabei, wie übrigens vorne auch bei Indiana Jones. Das ist immer vom Feeling her ganz was Besonderes, finde ich. Also auch bei den Indiana Jones auch dabei, ist ganz gut. Ja. Ja, jetzt wollen wir uns mal waschen lassen, was wir hier bei Peter Pan so alles erleben. Ne? Das gibt er uns. Peter Pan. Und, kannst du dich noch erinnern an früher, oder? Tatsächlich meine ich, dort nicht drin gewesen zu sein, weil ich glaube, die Schlange war zu krass. Ja, die aber es war schön. Die ist auch meistens sehr, sehr lang, die Schlange.
Also manchmal dauert das so 90 Minuten, also weil es ist eine so der sehr populären Attraktionen, ist auch eine sehr schöne Attraktion, finde ich, ne? Wenn man da so rumfliegt und so weiter. Kannst du dich denn wenigstens noch an Alice im Wunderland erinnern, an das verrückte Labyrinth? Das definitiv, da war ich auf jeden Fall drin. Ah, da kannst du dich erinnern, ja? Ja. So, diesmal bist du ja was größer, ne? Oder warst du damals auch schon so groß? Ja, nicht so viel kleiner. Kannst du nicht kleiner? Okay, gut. Ja, würde ich sagen, probieren wir es mal aus, ne? Ob du dich noch an manche Sachen erinnern kannst. Jetzt ob du den Weg wieder rausfindest. Ah, das weiß ich noch nicht. Ja, mal schauen, ne? Tja, wo geht's jetzt lang, mein Lieber? Oh, Scheiße. Gott, das ist ja. Ja, entscheide dich, mein Lieber. Die lügen mich alle an. That way, under, up, down, this way. Wir gehen jetzt rechts lang. So, bin wieder bei dir. Hast jetzt den Weg auch gefunden, ne? Naja, ja. Noch nicht den richtigen, aber. Nur noch den richtigen, ja. Da sind wir bei. Schauen wir mal. Und Alice im Wunderland kennst du auch? Natürlich. Natürlich, klar. Wer kennt Alice im Wunderland nicht? Mit der Herzkönigin und... Ab mit ihrem Kopf. Ab mit dem Kopf. Genau, ich weiß gar nicht, ob man das heutzutage noch so sagen darf. Aber, naja. Ich hab's getan. Du hast es getan. Kannst du dich dann noch hier dran erinnern? Da stand ich sogar schon mal drin als Kind. Ja, okay. Dann wollen wir das doch mal wiederholen. Ja. C'est avec vos têtes que je vais jouer au croquet. Ich glaube, jetzt haben wir das Schloss gefunden, oder? Endlich. Endlich. Abfahrt. Nun haben wir es ja geschafft, bis oben aufs Schloss, ja. Und man hat ja einen richtig schönen Blick. Aufs andere Schloss. Auf das andere Schloss, genau, was ja momentan saniert wird. Wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres. Wird aber auch Zeit, glaube ich, nach 29 Jahren, dass man das mal wieder mit schönen, frischen Farben versieht. Und hier hat man wirklich einen sehr, sehr schönen Blick über das gesamte Fantasyland, ne? Oder? Also eigentlich sehr, sehr schön. Ja, man sieht, es ist ein richtig schöner Tag heute hier. Also man kann es halt nur jedem empfehlen, mal vorbeizuschauen. Man sieht also hier alles bis rüber zu Pirates of the Caribbean. Alice im Wunderland, ne? War doch ganz schön, ne? So, und ja, was für eine Überraschung, ja? Surprise, surprise! Anu again! Yeah, yeah. Again, always! Yeah, always, yeah? You, I live here! You live here? In Disneyland! I think you work here! Yeah. No! No, how are you? I'm good, thank you. Yeah, very good. Yeah. Okay, it's very hot today. Yeah. So every time we meet us, it's every time a hot day. So yes, of course. I think we have to meet every time because then I know the weather will be very good. Yeah. Yeah. So let's go to another attraction. Sure. Okay. I follow you. Okay. Yeah. Thank you.
man sieht, wir haben viel Spaß. Wir sehen, wir haben auf Deutsch. Die Dumm und die Drei. Genau. Also, so heißen die von Alice im Wunderland und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Nun sitzt ihr hier drin in einer der Teetassen. Und es geht jetzt schon los. Spill the tea. Ja. Genau. It's very funny. I think it is very funny to drink alcohol for your own side. Yeah. I'm going to I just need a glass of wine. Ich glaube, das geht noch schneller. I think it can be very quickly here. You want to? Yes, of course. Oh, yes, okay, very good, very good. I think it works both sides. Oh, sorry. Ja, das ist einfach mal entspannt, ne? Ja, mir fehlt nur noch ein Glas Wein, hab ich gedacht, ja. Ja. Aber das war auch schon die Fahrt. Würde ich sagen, auf geht's. Und ist eine Attraktion. Genau. Ja, jeder Besuch von Disneyland Paris, da muss man natürlich dann auch mal ins Schloss gehen. Oder durch das Schloss gehen. Momentan wird das ja saniert und sieht aber trotzdem sehr schön aus. I think it is very beautiful, the castle at the moment, although they have a... Yeah, it's very well made, you can see the difference. Yeah. Also obwohl die das jetzt momentan renovieren, haben dann so große Plan und so weiter, das ist also sehr, sehr schön gemacht. Von Weitem sieht man das gar nicht so richtig, dass das tatsächlich einfach so ein Gerüst ist. Haben die schon sehr, sehr gut gemacht, ja. Und man kann auch momentan durchgehen, weil ein paar Shops nämlich geöffnet sind. Und das wollen wir jetzt mal tun. Und da müssen wir auch schon gleich rüber in die Walt Disney Studios, weil wir nämlich Standby-Tickets bekommen haben für den Crush Coaster. Das brauchen wir nämlich momentan leider. Nun sind wir durch das Schloss gekommen. Ja, dann müssen wir uns erstmal gleich von dem Anu verabschieden, weil Anu muss gleich arbeiten. You have to work in the Pirate Shop. Yeah, today. Today in the Pirate Shop. But we will visit you later, sure, in the Pirate Shop. Welcome. So, seid mal gespannt, wie er dann nachher aussieht. I think you don't can wear a t-shirt then. You have another outfit, yeah, at the shop. Yeah, I can put the sleeves up so easily. Okay, so we will see how you look like later. Sure. Und wir gehen jetzt rüber in die Walt Disney Studios. Ja, nun sind wir auf dem Weg zu den Walt Disney Studios und ja, ich bin mal gespannt, dein erstes Mal in den Walt Disney Studios natürlich. Und da gibt es gleich vielleicht sogar noch eine Überraschung, aber das werden wir gleich erfahren, ob das klappt. Ich freue mich. Wir werden jetzt auf den Crush Coaster gehen, denn wir haben tatsächlich es geschafft, das war unproblematisch möglich, ein Ticket zu bekommen, weil man braucht nämlich ein Standby-Ticket. Und mit diesem Standby-Ticket können wir jetzt also auch in den Crush Coaster rein. Da gibt es nämlich nur ganz gewisse Zeitslots und den müssen wir jetzt nutzen. Let's go! Okay.
Ja, das ist jetzt also hier dieser Standby-Pass. Und mit diesem Standby-Pass, damit kommt man also jetzt auch rein in diese Attraktion. Hat jetzt sehr gut funktioniert, ne? Also haben das gar nicht so lange. Sehr schnell. Und es dauert jetzt auch noch 35 Minuten. Also manchmal dauert es schon wesentlich länger. Also von daher ist es eigentlich eine ganz gute Sache, wenn es dann funktioniert. Dafür müsst ihr die Disneyland Paris App runterladen, eure Tickets hinterlegen und dann könnt ihr quasi dann auch immer zu den Zeitslots euch dann die Tickets sichern. Und dann funktioniert es. Also ich bin etwas überrascht, positiv überrascht und ja, ich würde sagen, let's go. Ne? Ich bin mega froh, dass du das alles mitnimmst. Ja, was glaubst du denn? Was könnte es denn für eine Attraktion sein, der Crush Coaster? Da du es mir nicht verrätst, gehe ich einfach mal davon aus. Ich glaube, das ist ein 3D-Spektakel. Jemand sitzt bestimmt irgendwo, was ich mir bewegen muss bei dir. Und dann bist du mit im Film. Tja, ob das so ist, das werden wir gleich erfahren. Beziehungsweise, wo ist der erfahren? Ich weiß ja, was es sein wird. Aber findet Nemo Marzi schon ganz geil, oder? Definitiv, ja. Also, Dude. Von daher, jetzt sind wir soweit und es geht wirklich jetzt erstaunlich schnell. Ich bin etwas kurz überrascht mit dem Standby-Pass, es funktioniert echt super. Dann lass uns mal Nemo finden. Das war jetzt die Attraktion. Boah, die war so witzig. Ja. Und ist das jetzt so eingetreten, wie du es gedacht hast? Definitiv. Also ja. Noch besser, noch viel besser. Genau. Es lohnt sich. Genau. Ja, also am Anfang in der Tat, ne, so mit der Projektion und so weiter. Ne? Aber am Ende dann so richtig mit Action. Sehr geil. Ja, und vielleicht noch kurz Fazit zu diesem Standby-Pass. Das ging jetzt rucki-zucki. Das waren sogar weniger als die angesagten, glaube ich, 30 Minuten. Das ging jetzt 20 Minuten, 25 Minuten. Das war also sehr, sehr schnell. Und wie gesagt, wir können es eigentlich nur empfehlen. Und wir schauen jetzt mal weiter. Wir kennen den Park ja noch nicht. Da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu sehen. Ich sehe schon Buzz Lightyear. Ja, hier befinden wir uns jetzt übrigens in Playland, also Toy Story Land sozusagen. Toy Story zur Endlichkeit. Bis zur Endlichkeit und viel weiter, genau. Toy Story magst du auch ganz gerne? Letztens noch geguckt. Ach, echt? Ja, tatsächlich. Was hast du denn da geguckt? Den ersten Teil. Ach, den ersten Teil, ja. Yep. War auch einer, glaube ich, der ersten Disney-Pixar-Filme zusammen. Ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache. Und hier gibt es dann auch sehr, sehr schöne Attraktionen, muss man sagen. Also zum Beispiel den Parachutes Drop, den findet man hier. Da kann man auf jeden Fall auch noch mal später drauf gehen. Ne? Sehr gerne. Man hat da vorne den RC Racer, das ist so einer meiner Lieblingsattraktionen, muss ich sagen. Das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie so eine Schiffschaukel. Okay. Ja. Nur eben mit diesem RC Racer. Und dann gibt es dann hier vorne auch noch den Slinky Dog. Ah ja, genau, Slinky Dog. Slinky Dog, genau, richtig. Das ist auf jeden Fall mal gut für den Rücken. kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja, wir stehen jetzt hier vom Slinky Dog. Und ja, hast du Bock? Sehr. Wie alles immer. Klar. Gut, wie dann, immer. Machen wir das mal. Dann gehen wir jetzt mal ins Slinky Dog. 15 Minuten. Das ist okay für diese Attraktion. Und ja, let's go, oder? Oliver! Ja, das ging schon immer ganz gut klar, aber das bisschen Action geht noch. Ja, genau. Also, so richtig rausgeworfen wird man hier nicht. Aber es ist ganz anders. Ja. Auf jeden Fall. Wäre es, wenn wir jetzt mal eine Attraktion machen, die ich richtig gut finde. Und zwar ist es der RC Racer von Toy Story. Kennst du wahrscheinlich auch. Ist ähnlich wie eine Schiffschaukel und ist gerade hier vorne am Starten. Jetzt
Was sagst du? Ich dachte schon, er dreht sich der Magen nach dem Hollywood-Tower um, aber das hier wird noch besser, glaube ich. Ja, dann lass uns mal direkt drauf gehen. Abfahrt, ja. Okay. Ja, das war jetzt der RC Racer und das war so dein Eindruck. Kurzes Vergnügen, aber dennoch gut. Ja, ne? Also wir haben jetzt die zweite Reihe. Also entweder das ganz vorne ganz gut oder aber letzte Reihe. Ich persönlich mag keine letzte Reihe mal lieber, weil da hat man noch ein bisschen mehr Spann. Aber trotzdem ist es eigentlich ganz okay. Und wir haben jetzt 35 Minuten, das hat auch tatsächlich 35 Minuten nur gedauert. Das hat also wirklich funktioniert mit der Disneyland App. Und ja, jetzt ruhen wir uns mal ein bisschen aus. War ein bisschen langer Tag jetzt und genau. Mal schauen, wo es uns jetzt hinführt. Mittlerweile kennt ihr das ja schon. Und zwar sind das wieder diese kleinen Show-Einlagen, weil es ja keine großen Shows gibt wegen Corona. Auch keine Paraden. Aber trotzdem auch ganz nett. Kann man sich mal geben. Gerade hier Goofy und Max. Bist du ein Fan von Goofy und Max? Damals auch schon geguckt, die Serie. Ah, genau. Okay, ja, und jetzt siehst du die allein am Stage. Das gibt es auch nur hier in den Walt Disney Studios. Das war unser Tag heute im Disneyland und in Walt Disney Studios. Ja, wie war denn so dein Fazit? Tatsächlich, das, was ich bisher noch nicht gesehen habe, ich war doppelt überrascht, sagen wir es so. Ich habe mir was vorgestellt, natürlich, aber das hat meine Erwartungen übertroffen. Ja, war auch ein schöner Tag, ne? Definitiv. Haben wir auf jeden Fall viel gemacht, auch natürlich, dass wir dann Nano noch getroffen haben und so weiter. Also war auf jeden Fall sehr cool. Ja, das ist ja heute unser erster Tag. Morgen geht's weiter und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann kommentiert es, liked es und vor allen Dingen abonniert meinen Kanal. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, es ist Time for Disney.